So, jetzt willkommen meine Kri und Grillen zurück zu der wahrscheinlich letzten Folge at Hold War Saga Troy, zumindest mit der Ithaca-Fraktion. Ja, mit einem tränenden Auge sehe ich diesem Ende entgegen, aber es muss nun mal sein, es muss nun mal sein, Freunde. Ich schaue jetzt gerade, ob ich noch irgendjemand, ne? Ich könnte mit ihm noch näher ranmarschieren, ja. Kann ich machen. Ich weiß nicht, ob es was hilft, aber ich kann es machen. So. Ja, doch, hilft. Oh. Oh, er weicht nach da aus. Ach, krass. Okay, also, ja. Bis heute ist er wieder so laut, ich check das momentan nicht mit meinem Mikrofon. Also, Freunde. Sehr, sehr viele geschwächte Einheiten. Ich gehe das Risiko trotzdem ein. Ich gehe das volle Risiko ein und greife Kalidon an. Die letzte Festung von Sparta. Aber es ist jetzt ein bisschen ätzend, dass Menelaos ausgewichen ist, weil vielleicht müssen wir jetzt noch eine Runde länger warten, um Troja anzugreifen, Freunde. Das gefällt mir jetzt gar nicht mal so gut. Also ich will ja das Ganze auch nicht unnötig lang rausziehen. Ich bin auch schon gespannt, was uns in Troja erwartet. Also da werden wir ja vermutlich mit 4 Armeen anrücken. 4? Ich denke, es waren 4. Aber Menelaos können wir jetzt gerade fast nicht mehr erreichen. Das Gute ist, er kann auch keine Armee aufstellen. Das heißt, er muss entweder angreifen oder er flieht halt irgendwo hin. Aber soweit ich weiß, haben wir ja im Süden auch noch einen. Also eigentlich kann er nichts mehr machen. Eigentlich kann er nichts mehr machen, Freunde. Wir können ja dann die Armeen schon mal... Na, wobei, wenn wir sie... Nee, wenn wir sie zu stark zusammenziehen, die Armeen vor Troja, kann es sein, dass es zu einem Ausbruch kommt. Von der lykischen Armee. Und dann haben wir ein Problem. Ja, das ist jetzt aber schon irgendwie ärgerlich mit Menelaos. Ich dachte, er flieht, wenn dann, in die Stadt rein. Oh. Ist jetzt nicht ganz schön geworden, aber okay. Dann kriegt Menelaos quasi den vorletzten Fight. Das heißt, wir machen 3 Kämpfe noch. Und dann ist es over, Freunde, dann ist es over. Ich will natürlich das alles in der Stunde jetzt hier rumbekommen. So, wir starten die Aufstellung, es geht gleich los. Alter, was für ein Lanceflare hier. So, ich brauche auf jeden Fall meine ganzen Nahkampfeinheiten. Ich brauche meine Fernkampfeinheiten. Einmal hier. Hier rüber. So. Hoffen wir, dass sich die Armee von ihm schön auftrennt. Hier wären es nur 2 Türme, Freunde. Haha. Da drüben sind es nur 2 Türme. Hier ist ja ein bisschen mehr. Kleine Umstellung für uns. Eine kleine Umstellung, Freunde, mit großen Nachbeben. Ich bin so auf die Schlacht bei Troja gespannt. Bin echt gespannt, ob da irgendwas Specialiges kommt, irgendwas Krasses. Okay, let's go. Den Göttern sei Dank. Verstärkung! Okay, es hatte leider keinen allzu großen Impact. Wie weit schießt denn der? Boah, der schießt weit. Okay, wo haben wir unsere Verbündeten? Wir haben einmal hier Verbündete, alles klar. Die kommen mal bitte hierher. Wo ist die zweite Armee? Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Oh, das seid ihr beide.
Okay. Wie weit schießen die denn? So weit, okay. Du kannst ruhig mitkommen, Junge. Du kannst da ruhig mitkommen. So. Aber zumindest hat die Aufspaltung der Armee so ein bisschen gefruchtet. So minimal. Die kriegen es natürlich hart ab, die hier drüben, weil die kriegen den Turm auch noch ab. Die müssen halt hier möglichst weit rüber gehen. Sag mal, warum gehst du eigentlich nicht hier hoch? Eure Leitern stehen an den Mauern des Feindes. Auf geht's, bewegt euch mal ein Stück weit schneller. Was ist das hier? Ne, Rückzug auf keinen Fall. So, da kommt die zweite Armee angerumpelt. Jetzt haben sie halt das Tor gar nicht geschützt, gell? Lauft mal hier rüber, Freunde, weil da ist nämlich so ein kleines Eck, wo der nicht schießt. Wenn wir hier entlang laufen und hier hochgehen, können wir das ganze Tor einnehmen. So, hoch mit euch. Wo sind unsere Fernkämpfer? Hier. Gleich mal die Bogenschützen hier ausschalten. Euer Held wird angegriffen. Und ihr rennt gleich mal darüber. Warte, warte, wir haben doch noch die schnellere Armee. Lauf mal hier rüber. Das sind schnelle junge Speerträger. Die sind vom Tempo her gut unterwegs. So, die Bogenschützen sind schon mal weg, Freunde. Ihr habt die Tore fast eingenommen. Hier runter, hier runter. Ihr helft hier oben. Also auch wenn es nicht funktioniert, müsst ihr hier weiter angreifen. Wo sind die jungen Speerträger? Ah, die brauchen schon ganz schön lang. Oh ja, da kommt... Oh ja, da kommt noch was. Alles klar, Planänderung, Freunde. Sofortiger Rückzug. Schießt mir mal bitte die Bogenschützen hier ab. Ja, ist jetzt ein bisschen langwierig hier, aber das wird sich lohnen, Freunde, wenn wir das so machen. Da werden wir einen Haufen Soldaten einsparen. Und ja, ist er, aber wir dürfen es nicht unterschätzen, was hier gerade läuft. Okay, das Tor ist komplett verlassen. Wir versuchen da, unsere beiden Leute reinzuschicken. Ihr geht jetzt mal darüber. Wunderbar, und dann klettert ihr hier hoch. Wie sieht denn das hier aus? Kriegen wir die down? Ja, es sieht ganz anständig aus, aber die sind so gut wie tot. To glory! So, jetzt hoch da, Freunde. Ich bin auch gespannt, wie gut unsere Inselplänkler da oben durchkommen. Die Fernkämpfer sind gerade so eine gewisse Nemesis für uns, gell? Die sind nicht angenehm, Freunde. Versucht euch mal hier hoch zu kämpfen, Freunde. Oh, okay, spannend. Spannend, die schicken jemanden. Die sind an den Toren angekommen, okay. Ihr habt den feindlichen Turm eingenommen. Gut, der feindliche Turm gehört schon mal uns. Weiter, weiter, weiter. Okay, sie ziehen sich zurück. Wie unendlich dumm von ihnen. Okay.
Auf geht's, lauft weiter, nimmt das Tor ein. Wenn ihr das Tor habt... Ach, jetzt kommen sie doch. Scheiße. Ihr bleibt einfach da, ihr greift an. Da ist schon wieder... Ja, warum sind die denn dabei? Nerv mich doch jetzt nicht so mit so Kackmanövern. Okay, geh erstmal rüber und hol dir den Turm. Okay, wir haben ein paar Leute verloren, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Wir haben das ganz gut hinbekommen. Ja. Gut, beide Türme gehören uns. Gerade ein bisschen schwierige Situation für uns, um ehrlich zu sein. Könnt ihr die da hinten abschießen? Das wäre mega. Okay, jetzt geht mal hier hoch. Na, geht mal hier rein. Wollt ihr jetzt wirklich da euch komplett um ein so, also ein... Was frage ich eigentlich so blöd? Eure Krieger verlieren den Mut. Okay. Das ging schnell. Auf geht's, los. Wenn wir jetzt hier Verluste erleiden, dann ist es leider Gottes so. Rückzug, Rückzug. Scheiß drauf, komm. Lauft mal hier rüber, versucht die mal von hinten zu infiltrieren. Du, mein Freund. Okay, auf jeden Fall ist ihr... Auf jeden Fall ist ihr Feldherr so gut wie tot. Von wo kommen denn diese ganzen Schleudersteine? Bei Ares, eure Krieger sammeln sich. Oh, das war voll der schöne Hall. Voll nice. Pass auf, pass auf. Weiter vorrücken. So, Hippasos hat die Stadt kurzweilig verlassen. Kurzfristig verlassen. Jawohl, das sieht schon mal gut aus hier drüben. Wir müssen die bloß noch komplett demoralisieren. Sehr schön. Wie gesagt, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wenn wir jetzt hier Helden und Einheiten verlieren, bitter, aber nicht so dramatisch. Weil das Wichtigste ist einfach nur, die Schlacht rumzubekommen. Menelaos wird alleine einfach nichts, wird's nicht verteidigen können. Das braucht man, denke ich, gar nicht unbedingt separat erwähnen. Okay, das sieht sehr stark aus hier unten. Ihr könnt eigentlich auch mal... Ja, die sind weg. So, die fliehen. Macht hier drüben weiter, Freunde. Macht hier drüben weiter. Holt euch die Fernkämpfer. Die sitzen uns gerade so ein bisschen im Nacken. Wo ist der feindliche Held hin? Wo ist der feindliche Held? Hat der sich komplett zurückgeworfen? Ist der weg? Okay, hier wird anscheinend noch fleißig gekämpft. Der Feind greift die Tore an, okay. Nicht aufhören, Freunde, nicht aufhören. Das sind jetzt die Momente, wo es in den Waden beißt. Ich weiß, ich kenn's. Das sind die Momente, wo es einfach in den Waden beißt, aber da müssen wir jetzt durch. Jawohl, die sind weg. So. Weiter.
habe das Gefühl, sie ziehen sich ganz zurück. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie wollen sich in ihr Haus zurück, also in ihre Hauptstadt zurückziehen, in den Siegpunkt. Hier hört ihr mir nicht auf keinen Fall. Das sieht gut aus. Oh, das sind 3 Einheiten, gell, Freunde. Das sind ganze 3 Einheiten, die da hinhasseln. Das hat schon mal funktioniert. Wie schaut's jetzt hier aus, Freunde? Warum dauert das hier so lang? Überrennt doch unsere Kollegen jetzt hier mal. Das ist nur noch ein Speerträger mit Schild. 10 Minuten haben sie es geschafft. Und Kampf über 10 Minuten rauszuzögern, nicht schlecht. Warum bewegt ihr euch nicht dahin, wo ich es euch gesagt habe, Freunde? So, nur als Zwischenfrage. Warum ist es nicht möglich, wenn ich sage, geht da bitte hin, dass ihr dann dahin geht? Jetzt vorbei. Kalydon gehört uns. Wunderbar. Die letzte spartanische Stadt, damit ist... nee, die Armee löst sich nicht auf. Stimmt, das war ja so, dass die Armee bestehen bleibt, weil sie hat ja theoretisch noch die Chance, sich irgendwo wieder festzusetzen. Boah, also kaltes Pfefferminztee jetzt auch nicht gerade der größte Gaumenschmankel. Boah. Oh, ich bin so gespannt auch aufs nächste Projekt. Und ich bin jetzt so hart gespannt auf diesen letzten Kampf. Also so eine halbe Stunde habe ich mir da jetzt schon einberechnet, dass wir da eine halbe Stunde vermutlich kämpfen. Wir werden natürlich versuchen, uns die bestmöglichen Voraussetzungen, also wirklich die bestmöglichen Voraussetzungen für den Sieg zu sichern. Alter, Vatern. Eine Einheit haben wir tatsächlich verloren. Das ist bitter. Bitter. Progress feels good. Pelz des kalydonischen Ebers. Das nenne ich mal geil. I will serve you well. Du hast einen Aufstieg bekommen, okay. Wer hat Bock, Menelaos zu töten? So grausam es klingt, aber darum geht's. So, jetzt schauen wir mal kurz. Du schaffst es ja bis nach Troja, oder? Du ja sowieso. Du auch? Und du? Ihr schafft's alle bis nach Troja. Okay. Passt. Dann sind prinzipiell alle Vorbereitungen getroffen. Jeder kriegt jetzt noch einen Fertigkeitspunkt. Genau, wir geben nochmal einen aus. Wunderbar. Und zwar hier. So, es ist jetzt nicht mehr so wichtig. Trotzdem will ich mir jetzt nicht die Blöße geben und da einfach nochmal kurz durchhasseln. So, schauen wir mal, was wir noch ausbauen können. Hier gibt es noch eine große Zitadelle. Jawohl. Wir gönnen unseren Leuten nochmal ein bisschen was, damit sie sehen, hey, wir haben uns da jetzt nicht einfach nur irgendwie dem nächstbesten Trottel angeschlossen, sondern halt wirklich der bestmöglichen Zukunft. Welcher Gott braucht Liebe? Welcher Gott braucht Liebe von uns? Zeus. Zeus kriegt die. Zeus kriegt schon einen. Zeus kriegt schon einen. Dann kriegt Artemis einen. Artemis. Absolut. Victory tastes wonderful. Aha. Und... So, Freunde, dann lassen wir noch ein letztes Mal die Runde vergehen. Mal sehen, was unser lieber spartanischer Freund mit seiner letzten Runde macht. Was er vorhat. Oh ja, er hat ja noch seine Agenten. Der Game Changer ist noch da. Der Game Changer ist noch möglich.
Nein, ich bitte dich, du fließt jetzt nicht irgendwo hin. Wenn ich jetzt ungelogen noch eine Runde warten muss, weil dieser scheiß Menelaos meint, er muss jetzt hier irgendwo hinschiffen, dann setzt's was. Bin ich gespannt, ob der gute Hector aus seiner Hütte rauskommt. Okay, das war's. Kultstufe gestiegen, Kultstufe, ja. Opos. Der Tag wurde zur Nacht und Blitze zertrennten den Himmel. Das ist ein deutliches Zeichen des Zorns von Zeus persönlich. Doch welcher Olympier könnte einen solchen Wutanfall bei ihm ausgelöst haben? Ihr vermutet, dass Apollon war, der wieder einmal seinen Vater verärgerte. Der Olympier ist für fragwürdige Entscheidungen bekannt und gibt dem König der Götter reichlich Gründe, seine Unzufriedenheit zu zeigen. Opos, Gebäude beschädigt. Toll. Toll, Freunde. Das war ja jetzt nochmal absolut notwendig. Und all das wäre nicht passiert, wenn Menelaos einfach die Eier gehabt hätte und sich hätte von uns töten lassen. Haufen errichteter Gebäude, der Fortschritt geht trotzdem weiter. Hier. Hos. Ach du Scheiße, Freunde, was hat der denn da gemacht? Was hat Zeus denn da gemacht? Gott. Wir kriegen ihn nicht. Du willst mich verarschen, oder? Oh, er schafft's. Oh, er schafft's. Oh, danke schön. Ich wäre ja fast, also ich hätte ja fast abgekotzt, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Er wird spannend. Menelaos wird spannend. Ich wäre wirklich durch die Decke gegangen, wenn wir jetzt da hätten noch eine Runde. Und ich habe auch schon damit gerechnet. Oh krass, wir haben sogar noch zwei Zusatzarmeen bekommen. Also wir brauchen uns. Also um die Schlacht brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Schlacht von Korinthiakos Kolpos. Menelaos flieht als letzter überlebender Spartaner. Was ich ein bisschen schade finde, was sie ja zum Beispiel auch in Empire hatten, dass wenn so eine große Nation untergegangen ist, dann gab es so einen kurzen Abspann. Den Göttern sei Dank. Verstärkung! Alles drauf. Alles drauf. Völlig blindlings. Einfach drauf marschieren. Ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, dass das Mikro schon wieder viel zu laut ist. Ich verstehe aber nicht ganz warum. Es ist jetzt einfach so. Ich glaube, es hat irgendwas mit Teams zu tun. So, da haben wir auch noch Soldaten. Okay, passt. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Bin gespannt, ob er es überhaupt schafft, durch den Wald zu kommen. Das ist ja schon wieder so bescheuert. Mein Problem ist, wenn ich den am Leben lasse, gell, dann taucht er danach wieder auf. Komm, mach ihn jetzt einfach weg. Menelaos, lass es auch einfach über dich ergehen, okay? Bitte mach jetzt hier keine Faxen, sondern lass einfach diesen Tod über dich ergehen. Tu uns allen den Gefallen. Tu uns allen den Gefallen und stirb einfach mit Anstand. Mein Problem damit ist, wenn der jetzt flieht, dann darf er gleich nochmal abhauen. Dann dürfen wir ihn gleich nochmal bekämpfen.
You should run now. The feeling is mutual. Ready to serve. No mercy. Mai, rennt ihm doch. Warum seid ihr so dumm? Don't waver. Danke. Stelle ich mir auch hart vor. Wenn man so Menelaus gerade ist, schaltet es da hinten mal an. Das ist eine ganze Ameisenarmee, die auf einen zurennt. Komm, wir kriegen ihn nicht. Scheiß drauf. Also wenn der jetzt wirklich nochmal fliehen darf, dann ist es aber auch halt einfach scheiße. Er hat eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwo hinzufliehen. Wir haben ihn ja komplett umzingelt. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen nervös. Fokus wird legendär. Fraktion vernichtet Sparta. Okay. Freunde. Führen wir unsere... Sollen wir unsere Attentate durchführen? Nein, komm. Komm, wir brauchen jetzt keine Attentate mehr. We can take them. We will win through. A seasoned warrior. I know my duty. Wir brauchen keine Attentate mehr. Wir gehen da jetzt voll rein. Ich will, dass Hector persönlich seine Stadt verteidigt. Ich will's jetzt nochmal wissen. Du bist soweit, Odysseus? Vier Einheiten. Engage the foe. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Was, wenn ich auf Belagerung fortsetzen will? Troja ist nun in eurer Reichweite und ihr sinnt eine Strategie zur Eroberung der Stadt. Ihr werdet eure Männer ein mächtiges Schiff mit einem Pferdekopf bauen lassen und es mit Geschenken zu Ehren des Poseidon beladen. Dann werdet ihr euren Armeen befehlen, sich rasch vom Schlachtfeld zurückzuziehen und das Schiff den Trojanern zu überlassen. Eine handverlesene Gruppe Krieger wird sich im Inneren verstecken und mit Einbruch der Nacht die Tore Trojas für eure Armeen öffnen. Der Plan ist zwar ausgeklügelt, würde aber zahlreiche Ressourcen verschlingen. Ihr seid euch nicht sicher, ob dies momentan die beste Vorgehensweise ist. Verweigert die Operation, der Plan ist fundiert, aber eure Ressourcen werden vorerst andersweitig benutzt. Finanziert die Operation. Kann ich die finanzieren? Okay. Okay, und jetzt? They will pay. Send them to Hades. Das war jetzt, glaube ich, blöd. Da haben wir noch unseren alten Spielstand. Sollen wir jetzt einfach nochmal eine Runde abwarten, oder was? Also wir haben die Belagerung jetzt abgebrochen. Wir haben das trojanische Pferd hingestellt. Ist es das jetzt? Okay, pass auf, Freunde, wir warten noch mal eine Runde. Wisdom, wit and expedience. A lesser man might be insulted. Okay, anscheinend bleibt die Belagerung bestehen. In Athena's name. Show no fear. Ich will jetzt trotzdem irgendwie wissen, wie das ausgeht.
Können wir noch zu irgendeinem Gott beten? Irgendwas, was nützlich ist? Können in drei Runden. Dite, Artemis. May my words find divine favor. Du willst noch eine Fertigkeit? Okay, du kriegst noch eine Fertigkeit. Hier, zack. Und jetzt will ich aber, dass es hier abgeht, Freunde. Also ich warte euch jetzt die Runde nochmal ab. Aber danach will ich, dass die Luzi abgeht. Das sind unsere Einheiten. I'll win or die trying. Always with honor. Ja, komm, Bruder, jetzt verarsch mich doch nicht, oder? Als ob ich so vielen Einheiten noch einen Laufauftrag gegeben habe. Jetzt ist aber auch gut wieder mit den Faxen. Ich kann es nicht mal vorspulen. Ich muss mir die Scheiße jetzt gerade wirklich anschauen. Abandon the field. Was hat es denn jetzt gebracht? Nee, Freunde. Also so dann auch nicht. Pass auf. So dann auch nicht. Anscheinend hat es gerade gar nichts geholfen, diese Operation zu starten. Oder vielleicht dauert die Operation länger. Ich check's gerade nicht so ganz. Ich wollte jetzt eigentlich eine schöne Abschlussrunde machen. Ich hatte aber auch nicht erwartet, sage ich euch ganz ehrlich, dass das nochmal so reinhaut. Ja, es wird mega episch. Pass mal auf, ihr müsst jetzt alle nach Troja kommen. Alle. Ihr seid schon da, ihr müsst nicht kommen. Also ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, Freunde. Am Ende steht nämlich noch Solepios vor den Toren des Feindes. Das ist so bescheuert. Ich bereite mich gerade bloß darauf vor, dass es möglicherweise doch noch eine längere Angelegenheit hier wird. Quassel nicht so viel, mach einfach. Pass auf, ich brech die Belagerung kurz ab. Na, bleib doch da, bleib doch bitte da. Odysseus, bleib doch jetzt bitte einfach da. Okay? So. Und jetzt lass mal unsere Leute hier arbeiten, okay? Lass mal unsere Leute hier ein bisschen was machen. Also anstatt jetzt hier zu viel Spaß zu haben, versuchen wir wirklich uns ganz grausam die bestmögliche Ausgangssituation zu verschaffen, okay? Wir versuchen uns wirklich die bestmögliche Ausgangssituation zu verschaffen. Ja, okay, du kriegst auch noch deinen Aufstieg, meine Liebe. Hier. Do it. 89%. Du willst mich doch aufs Gröbste verarschen, Dracomachos, oder?
Aber er schafft's mit 55. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ihr wollt mich mal wieder komplett zum Narren halten. Jetzt hätten wir auf einmal wieder eine Chance. Ganz kurz, ich will was schauen. Hä? Verweigert die Ressourcen. Okay, das ist leider ein bisschen buggy, diese Abschlusssituation. Plündert die Stadt Troja und raubt sie aus. Plünderer von Troja. Okay, wir müssen sie plündern. Also Freunde, es ist soweit. Das kann jetzt eine längere Schlacht werden, das kann sein, aber wir gehen da jetzt volle Lotte rein. Wir gehen volle Lotte rein. Wir haben vier große Armeen. Die haben natürlich, ihr seht, unfassbar starke Einheiten. Tatsächlich hat Hector irgendwo den Unterschied gemacht. Ja, verstehe ich auch irgendwo. Aber das kann jetzt schon eine Schlacht werden, die... Ja... die restlichen 25 Minuten in Anspruch nimmt. Leider war diese letzte Aktion mit dieser Operation und den Pferden, also dem Pferd, ein bisschen buggy. Vielleicht könnt ihr mir auch berichten, ob ihr da bessere Erfahrungen gemacht habt. Das war jetzt leider ein bisschen strange einfach. Aber ist ja in Ordnung. Ist ja jetzt alles in Ordnung. Ich will es jetzt einfach nochmal gut zu Ende. Heftig wäre, wenn wir die Schlacht verlieren. Das wäre krass. Das wäre krass. Ja, wüsste ich gar nicht, was ich dann machen soll, wenn wir die Schlacht jetzt hier verlieren. Aber wir verlieren sie nicht. Wir werden zwar... Boah, die ist aber schon gut besetzt hier, auch mit Türmen und so, gell? Okay, let's go. Hier kommen Einheiten. Hier kommen zwei Einheiten. Odysseus. Was für ein Wall, Freunde. Was für ein Wall. Okay, ich will von Anfang an, dass die Armee von ihm aufgeteilt wird. Von Anfang an. Na, wobei... Nee, sollen sie es so lassen. Sollen sie es so lassen, doch. Was sind es da hinten für Türme? Diese Zweifachtürme? Eroberungspunkt. Okay, scheiß drauf. Wir gehen da jetzt voll rein. Ich will, dass keiner wuselt, Freunde. Ich will, dass da jetzt wirklich Blut aufs Schlimmste spritzt. Ach du Scheiße. Stellt euch auf. Okay, wir hatten jetzt so ein bisschen Glück im Unglück. Unser Unglück ist, dass diese Leute sich auf einen Punkt tatsächlich konzentrieren zu verteidigen. Das Glück daran ist, dass wir andere Punkte angreifen können. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Und zwar verhältnismäßig unbeachtet, Freunde. Verhältnismäßig unbeachtet. Und es geht los. Good and ready. For glory. Eure Leitern stehen an den Mauern des Feindes. Genau, und da müssen sie auch stehen, Freunde. Sobald unsere Fernkämpfer stehen, müssen wir erstmal mit einem Pfeilhagel starten. Und dann geht der erste Kampf los. Odysseus muss überleben. Ja, schade, dass wir Hector umbringen mussten, aber ich wollte jetzt dann doch nicht riskieren, dass wir am Ende das Ganze noch verlieren, wisst ihr? Das wäre schon eher blöd. So, da ist quasi der vorübergehende Feldherr. Ja.
Und unsere Soldaten sind tatsächlich schon auf der Mauer. Und auf der Lauer. So, jetzt kommen wir von hier drüben angerumpelt. Und hier kommen auch schon. Unsere Soldaten erreichen fast den Wall. Das sieht doch gut aus, was wir hier bisher treiben. Das Problem ist, die können uns wirklich nur helfen, wenn wir irgendwelche Mauern haben. Ansonsten können uns die einfach nicht helfen. Meine Damen, beruhigt euch und geht einfach einen Schritt zurück. So, ihr werdet jetzt kämpfen wie nie zuvor, Freunde. Ihr werdet kämpfen wie nie zuvor. Wie sieht's bei den anderen aus? Okay, wir erreichen so langsam überall die Mauern. Das ist schon mal gut. Unsere Streitwägen sind auf jeden Fall jetzt dann bald aufgearbeitet. Was machst du hier, Junge? Leute, stellt euch bitte nicht übertrieben dumm an, okay? Versucht auch mal ein bisschen selbstständig zu denken. Auf geht's. Okay, jetzt teilen sie sich so langsam auf, weil sie merken, dass wir auch die anderen Mauern angreifen. Eure Krieger greifen die Tore an. Mhm, allerdings. Allerdings. Das ist ja nur der Anfang. Das ist ja nur der Anfang hier, Freunde. In Ares Name. Halt! Vorsicht, da kommt der Feind. Da kommt eine Armee angerumpelt. Oh, man kann hier die Mauern entlang laufen. Schieß, mein Leben. Ihr habt den feindlichen Turm eingenommen. Versucht gleich mal die Türme einzunehmen, Leute. Ihr seid ja schnell. Ihr seid ja schnell. Ihr habt die Tore eingenommen. So, wunderbar. Dann auf geht's. Stürzt euch jetzt darunter, Freunde. Jetzt geht's richtig los. Wir brauchen euch jetzt. Die Armee hier drüben braucht euch jetzt. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Wer hat euch denn bitte gesagt, dass ihr da hochgehen sollt? So, unsere Armee hat sich auf den Weg gemacht. Okay, die wollen jetzt die ersten Punkte schon mal einnehmen. Sehr schön. Ready for battle. Eure Krieger wurden in die Flucht getragen. Okay, wir erleiden erste Verluste an der Nahkampffront. Das war irgendwie zu erwarten, dass sowas Ähnliches passiert. Das habe ich so sicher nicht befohlen. Das habe ich so sicher nicht befohlen. Ihr habt eine Einheit verloren. Der Feind hat euren Turm übernommen. Okay, wir kriegen wieder größere Probleme, Freunde. Wir kriegen wieder größere Probleme. Das funktioniert sowieso nie. Könnt ihr euch nochmal vernünftig aufstellen, Freunde? Das wäre super.
Okay, der erste Turm gehört uns hier, Freunde. Der erste Turm gehört uns. Nicht aufhören. Weiter nach oben, weiter nach oben. Okay, jetzt kommen weitere Einheiten. Sehr schön. Die Seite haben wir so gut wie eingenommen. Ja, die rennen jetzt natürlich zurück. Die merken, dass wir die Seite fast komplett eingenommen haben. Die Tore des Feindes wurden zerstört. Okay, okay, die Tore des Feindes wurden zerstört. Rein da. Holt euch den Feldherr, holt euch den Feldherr. Sehr schön. Das gehört jetzt auch uns. Holt euch erstmal die schweren lykischen Wägen, Freunde. Versucht die Stadt von innen aufzurollen. Diese vereinzelten Kämpfe da drüben taugen mir nicht ganz so gut. Das hätte man anders lösen können, aber ist jetzt auch egal. So, wie schaut's hier aus? Bald gehört der Siegpunkt des Feindes euch. Das klappt einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. So, hier weitermachen, Freunde. Wie sieht's hier oben aus, Freunde? Versucht mal, die Türme einzunehmen. Wenn ihr die Türme euch holt, dann können wir... Dann können die auf die Feinde schießen. Also meine persönlich größte Hoffnung ist der Spot hier. Das ist der Spot hier, wobei wir auch hier schon heftige Verluste erleiden. Wenn wir das Tor einnehmen könnten, wäre super. So, geht mal hoch da, Freunde. Boah, Alter. Was ist das für ein Kampf hier, Mann? Ihr habt die Tore fast eingenommen. Ja, das war jetzt ein bisschen zu spät. Scheiße, das war ein bisschen zu spät hier drüben. Versucht euch mal, den Held zu schnappen. Warum lasse ich die eigentlich auf die Mauern klettern? So ein Quatsch. Macht hier mal Druck, ihr macht hier weiter Druck und ihr versucht hier runter. Versucht euch mal zu Odysseus durchzuarbeiten. Der Held ist hier gestorben. Odysseus, rein da. Die brauchen dich jetzt hier, die brauchen dich jetzt im... Boah, das wollte ich gar nicht. Was ist denn hier los? Ja, okay, das werden sie nicht schaffen. Das werden sie nicht schaffen. Oh Gott, hier hinten geht's ja auch ab. Nee. Den hier. Und versuch jetzt Theseus mal umzubringen, bitte. Was geht bei euch? Seid ihr fit? Wenn ihr fit seid, dann versucht hier zu helfen. Okay, die nächste Armee ist gebrochen. Ihr müsst Theseus umbringen. Ihr müsst ihn umbringen, Freunde. Hier rüber. Versuch hier rüber zu kommen. So, mein Freund, was machst du denn eigentlich hier? Wer bist du? Melanippos? Okay. Scheiße. Okay, hier lang.
Er hat den feindlichen Helden getötet. Okay, und wir haben den Teil der Stadt schon eingenommen, Freunde. Wir haben den Teil der Stadt schon eingenommen. Viele ihrer Einheiten sind versprengt oder komplett tot. Aha, da kommen auch noch Einheiten. Wir haben auch noch genügend im Petto. Ja, wir haben ein paar auf der Flucht, ist klar. Aber dass die Schlacht nicht ganz so easy wird, das war uns ja bewusst, oder? Der Feind versucht, die Tore einzunehmen. Was? Ach, komm, bitte. So ein Quatsch. Jetzt... Okay, das wird hier doch nochmal relativ spannend. Hier wollen sie nochmal richtig für Ärger sorgen. Wisst ihr was? Ihr nehmt jetzt diesen Turm hier ein, okay? Und ihr kommt hierher. Du gehst in den Nahkampf, wenn es nicht anders geht. Und ihr kommt jetzt auch hier runter. Ich will euch jetzt hier sehen. Ich will, dass jemand diesen Turm hier einnimmt. Und zwar am besten macht es ihr. Und den nimmst du ein. Der Sieg ist zum Greifen nah. Freunde, denkt dran, wir haben eine Seite eingenommen. Wir haben eine Seite bereits eingenommen. Hoch da, los. Ja, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, gell? Der ist jetzt gerade alleine und umzingelt. Ihr könntet ihm helfen, ja. Na, den hier. Es ist vorbei. Oh, was? Es ist vorbei. Sie geben auf. Was? Sie geben auf. Troja ist gefallen. Oh. Auf einmal. Ich dachte, die kämpfen bis zum letzten Mann. Schau dich die Verluste an. Hier nur noch zwei. Ja gut, die haben nicht so viel verloren. Ja, okay, es ging ja eigentlich. Da war ja noch einiges drin. Boah, ich dachte, die kämpfen bis zum letzten Mann und bis zur letzten Frau. Aber die geben auf. Ach, du Kacke. Ja. Also. Ich sag mal so. Strategisches Mittelmaß. Was wir hier in der letzten Schlacht gezeigt haben. Strategisches Mittelmaß, würde ich sagen. 2288 Gold. Ausrauben, besetzen, plündern. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden diesen Ort seine Reichtümer nehmen und unsere Militärpräsenz aufrechterhalten, um den fortlaufenden Gehorsam der Bewohner zu sichern. Dann ausrauben und besetzen.
Okay, ich weiß nicht, warum der Abspann noch ein zweites Mal abläuft. Wahrscheinlich, weil wir sowohl die Total War, das Total War Ending erspielt haben, als auch das mythologische Ending oder das Story Ending. Deswegen kommt es nochmal. Wir haben ja gerade gesehen, wie Agamemnon eben die anderen griechischen Heerführer für sich gewinnt. Hier macht sich die griechische Armee auf den Weg. Ist übrigens eine geile Darstellungsart, finde ich. Das sind ja diese Darstellungen, wie sie wahrscheinlich damals auf den Krügen und so zu sehen waren. Hier sieht man auch das Zeichen von Athen. Das ist die Eule. Übrigens die Eule bis heute auch auf dem 2-Euro-Stück der Griechen drauf, gell? Das ist vermutlich, ich vermute Achilles, schätze ich jetzt mal irgendwie. Achilles, der seine Myrmidonen anführt. Und da marschieren wir in die Stadt, da marschieren wir in Troja, steht auch schön das Haustürschild drüber, Troja. Trojanische Straße Nummer 1. Ja, das ist quasi jetzt das Ending. Ah ne, Priamos, doch. Das ist genau das gleiche wie vorher. Also, das eine ist das Total War Ending, das andere ist das Story Ending und das ist Odysseus, der den Sieg herbeigeholt hat. Wir sind es sozusagen Meister der List. Ich habe Meister der List bekommen. Sieht man hier jetzt nochmal, wie das Ganze durchgeht, oder wie? Hier sieht man nochmal die komplette Aufzeichnung, wie der Krieg sich entwickelt. Habe ich es jetzt unterbrochen? Hallo, hey. Es geht aber, glaube ich, recht schnell. Wir können es uns mal kurz durchschauen. Aber nee, das kann ja nicht die vollständige sein. Das sind ja jetzt nur 10. Wir haben ja irgendwie 200... Nee, wie viele Runden haben wir gespielt? 280 Runden. Nee, das ist nur ein Teil davon. Aber ich glaube, es ist ganz spannend. Es ist ganz spannend. Blöd bloß, dass man die ganze Karte nicht drauf bekommt, gell? Das ist ein bisschen ärgerlich. Was passiert denn da jetzt, wenn man das Ende erreicht? Weil es muss ja noch weitergehen. Hier sehen wir übrigens, wie wir uns ausgebreitet haben. Hier von der kleinen Insel, Freunde. Auf der kleinen Insel ging alles los. Auf der kleinen Insel ging alles los. Boah, und dann ging es auf einmal schnell, gell? Dann ging es mit den Konföderationen los. Ah, er macht jetzt größere Sprünge. Dann ging es mit den Konföderationen los und plötzlich ging unser Feldzug los. Ja, wisst ihr was? Einmal lasse ich noch kurz durchlaufen, weil ich es echt spannend finde. Im Schnelldurchlauf. Hier haben wir gestartet, hier haben wir unsere ersten Kriege geführt und gleich mal richtig viel Zeit verloren. Richtig viel Zeit verloren, bis wir die Insel endlich eingenommen hatten. Da dachte ich schon, scheiße, der halbe Trojanische Krieg ist vorbei. Dann kannten wir einen Großteil der ganzen Gebiete noch nicht. Hier oben war ja Troja. Genau, und viel Zeit ist vergangen. Also klar, das ist jetzt von 280 sind 20 Runden nicht so viel, aber ihr seht, nach 20 Runden immer noch nur die Insel. Und dann kam die zweite Insel dazu. Da haben wir uns schon richtig schwer getan. Dann sind wir aufs Festland übergegangen. Nach 25 Runden sind wir aufs Festland übergegangen. So, und dann ging die Expansion hier los. Dann haben wir auch die anderen, diese ganzen kleinen, verstreuten Gebiete kennengelernt und konnten uns vereinzelt Gebiete sichern. So, und jetzt geht's recht schlagartig. Jetzt kommen auch diese ersten Konföderationen. Hier 69, wunderbar. Genau der richtige Zeitpunkt, um zu stoppen. Genau der richtige Zeitpunkt. Machen wir weiter, das geht ja jetzt eh immer in 5er Schritten. Hier kommt dann so ein bisschen die Ausbreitung, aber dann auch wieder sehr lange halten müssen. Das war diese Phase, wo wir immer viel erobert haben, dann wieder das Reich in den Griff kriegen müssen, also unser Ithaka-Reich. Und dann kommt es jetzt zur unglaublichen Expansion in den Norden und in den Süden. Ja genau, den Süden haben wir schon komplett eingenommen. Nur noch Sparta existiert, Lykien existiert noch, Sparta expandiert, wie blöd. Und jetzt zum Schluss sehen wir nochmal den Zusammenfall Spartas, der sehr schnell übrigens gezeigt wird. Also, ist schon geil. Fortschritt derzeitige Runden 280, Fraktion derzeitige Siedlungen in eurem Besitz 236, eroberte Siedlungen 238, verlorene Siedlungen 16, höchste Siedlungsanzahl in eurem Besitz 236, höchste Provinzanzahl in eurem Besitz 75, derzeitige Provinz in eurem Besitz 75, das sind alle. Alassia teilt 81, errichtete Gebäude 1163 Gebäude. Also wir haben unser Versprechen gehalten, wir haben die Welt ausgebaut. Verkündete königliche Erlasse 48, Missionen abgeschlossen 41. Angetroffene Fraktion 70, vernichtete Fraktion haben wir 30 Stück vernichtet. Geschlossene Vasallenabkommen 0, das konnten wir glaube ich nicht machen. Derzeitige Kriege 0, meiste Kriege 13 am Stück.
Kriegserklärungen 71, derzeitige Verbündete 0, meiste Verbündete am Stück 7, aktuelle Tauschabkommen 0, meiste Tauschabkommen 8. Hier sehen wir nochmal eine Gesamtübersicht all unserer Rohstoffe. Da gehe ich jetzt gar nicht so genau durch. Streitkräfte, aufgestellte Armeen insgesamt 35, aktuelle Armeen 16, Meisterarmeen zur gleichen Zeit waren 16, ja. Rekrutierte Helden 21, getötete Helden 229, getötete Helden, verlorene Helden 33, rekrutierte Einheiten 579, vernichtete Einheiten 3955. Das klingt mir nach wenig, wobei wahrscheinlich zählt als Einheit eine Einheit halt, nicht irgendwie 20 Soldaten. Einheiten verloren 570. Insgesamt 423 Gefechte ausgetragen. Wir haben alle selbst geführt, keins automatisch, das war mir wichtig. Davon 123 Landgefechte. Ah, Villa. Gefechte in Nebensiedlungen. Okay, das wird nochmal gegenständig aufgezählt. Weil im Prinzip war ja fast alles Land, fast alles. Wir haben insgesamt 358 Siege. Besonders in Landgefechten und in Nebensiedlungen waren wir da sehr erfolgreich. Insgesamt 65 Niederlagen. Davon 17 bei Landgefechten. Einer bei einer Belagerungsschlacht. Wir haben eine Belagerungsschlacht verloren, okay. Und eine vernichtende Niederlage sogar erlitten. Auswirkungen, geplünderte und besetzte Siedlungen haben wir nur eine. Das war jetzt zum Schluss Troja, aber auch nur, weil es die Aufgabe war. Niedergerissene Siedlungen gar nicht, okay. Das ist eine Möglichkeit. Ausgeraubte Siedlungen 0. Wir haben 232 besetzt, begnadigte Gefangene. Da gibt es ja genaue Zahl, wie geil. Hingerichtete Gefangene. Insgesamt 35.481 Gefangene haben wir hingerichtet, insgesamt 11.209 versklavt, also wir haben eine Schneise des Bluts und des Todes mitgenommen. Rekrutierte Agenten 19, verlorene Agenten 8, Agentenaktionen insgesamt hier 898 haben wir durchgeführt, 740 davon waren erfolgreich, kam mir viel weniger vor, 158 waren gescheitert und wir haben 173 Agenten ermordet. Wir könnten jetzt die Kampagne fortsetzen, wir sind nochmal zum Anax von Troja geworden, ihr habt euren Antagonisten bezwungen. Total War Sieg abgeschlossen, O Musen, singt von unserem Ruhm, ob es nun eure sterbliche Gerissenheit oder eure olympische Tapferkeit war, ihr habt euch in diesem Zeitalter voller epischer Helden einen Namen gemacht, wo eure Geschichte auch enden mag, die Legenden eurer Taten werden so lange überdauern, wie Sterbliche über diese Welt ziehen. Wir haben die Plünderung Trojas durchgeführt, sind damit zum Plünderer Trojas geworden. Ich riss die Schätze aus dem Schoße Ilions und steckte seine Türme in Brand. Damit hätten wir jetzt nochmal Bewegungsreichweite. Unser Held wird unermüdlich. Plus 50% Einkommen durch Niederbrennen und plus 50% Einkommen durch Plündern. Ja, hätte uns eh nicht viel gebracht. Und wir haben den homerischen Sieg abgeschlossen. O Musen, da erzählst du uns nochmal denselben Senf. Das finde ich ein bisschen schade. Aber okay. Und Odysseus wird zum Verwüster von Troja, ein Beweis für alle, dass jede Tat Konsequenzen hat und dass manche sogar ganze Reiche stürzen können. Minus 20% diplomatische Beziehungen mit den Trojanern, plus 7% Einfluss und noch mehr. Ich riss die Schätze. Achso, das haben wir schon gelesen. Fraktion vernichtet Lykien. Schwert von Troja erhalten. Diese starke Bronzeklinge wurde unter Priamos Vorfahren weitergegeben, bis sie in die heldenhaften Hände des trojanischen Königs gelangte. Antenor, der hochgebildete Sohn eines dardanischen Adligen, ist der engste Berater von König Priamos. Okay, das Siegel von Troja. König Priamos ist in der ganzen Welt für seine außergewöhnliche Tapferkeit und Weisheit bekannt und respektiert. Das Schild des Sarpedon, dieser große runde Schild, wurde aus dicht gefaltetem, goldbestickten Ochsenleder gefertigt und ist groß genug, um einen dahinter hockenden Mann zu schützen. Leute, das sind alle Nachrichten. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, die ganze Map zu übernehmen mit Odysseus. Ein Charakter, also auch wenn wir jetzt hier, so ist vielleicht ganz schön, weil wir sehen überall Ithaka. Ein Charakter, wie ich finde, der sich sehr gut anbietet, um zu starten, weil du hier hinten ganz im Eck startest und wenn du eben diese Insel hier eingenommen hast, Hyrie, wenn du diese erste Schlacht gewonnen hast, dann hast du einen optimalen Ausgangspunkt, weil du eigentlich immer nur du schiebst dich hier rein und dann schiebst du dich, wie wir halt so, im Norden oder im Süden entlang. Aber du startest jetzt nicht hier im Zentrum und musst irgendwie schauen, dass du in alle Richtungen dein Auge wirfst. Ein sehr, sehr dankbarer Start. Dafür seine Fähigkeit, finde ich, umso... Naja, es ist jetzt, finde ich, nichts Besonderes. Es sind diese Zufluchtsorte, die du bauen kannst. Meistens sind wir mit vollen Armeen beim Gegner eingerückt. Das hätte vielleicht man taktischer machen können. Also wir sind mit vollen Armeen eingerückt und haben die Zufluchtsorte nicht mehr gebraucht. Und bis man sie dann voll ausgebaut hat und da wirklich gute Gebäude waren, die waren ja auch sauteuer, die Zufluchtsorte. Also hast du eigentlich gar nicht investieren können. Nice Spiel.
ich freue mich drauf, irgendwann wahrscheinlich wieder zurückzukehren. Wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, kann ich mir gut vorstellen. Weil jetzt kommt auf jeden Fall erstmal Atoned War Rome Remastered. Da habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr da auch wieder reinschaltet. Freunde, trotzdem ein spaßiges Spiel. Ich bin gespannt, auch immer wieder mal zu gucken, was die Modder-Szene mit dem Spiel anstellt. Sollte ich jemals wieder zurückkehren zu dem Spiel, wird auf jeden Fall die Mythos-Erweiterung. Es werden alle Erweiterungen, die wir kennen, die es gibt, werden integriert sein. Das verspreche ich euch hiermit. Aber das kann jetzt natürlich lang dauern, weil ihr habt gesehen, 135 Folgen, 135 Stunden, die wir hier verbracht haben. Und ich habe sie gern mit euch verbracht. Es war mir eine Ehre, die ganze Ägäis einzunehmen. Hier unten sieht man es nochmal einfach wunderschön. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Feldzug, der bereits in den Startlöchern steht. Ich freue mich sehr drauf. Bleibt mir bis dahin gesund, meine Lieben. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.